und willkommen zurück zu Thailand. Und wir dürfen die Lilly. Ich habe alle Zutaten, um das Gegenmittel herzustellen. Super, schau zu, während ich den Trank braue, damit du lernst, wie es geht. Gegenmittel, du hast ein neues Rezept. Ja, mal schauen, ob das mit dem Fisch ist. Okay, Lachse.
Mal schauen, ob dort etwas kann jagen am Hang. Hey, wir haben zwar, glaube ich, schon abgegeben. Ja, ich weiß nicht. Ah, ja. Und bin ich bereit, die Magie des Eises zu kontrollieren? Das bist du schon, Argo. Deine Besuche von Kor haben deinen Geist gestärkt. Die Zeit ist reif. Du brauchst nur einen Magierstab herzustellen, der das Eis. Aufsicht, verwende den Kristall und sammle den Resten Material in Salz. Vielen Dank, Vidal. Du hast ein neues Rezept. Stab. Stelle einen Magierstab des Eises her. Beendet. Ich habe keine weiteren Minuten. Du lachst. Nein, das gehen wir nach Thailand zurück.
noch den Pilz mit. Die Baumwolle. Nein. Was einen neuen Zauberspruch gelernt. Eis. Ich spüre die Kraft des Eises. Du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Blitzschlag.
Lachskiste sind hier. Schlafen. Hoffentlich kommt Intelligenz. Baby, ich mach jetzt mal Intelligenz. Den Meteorit hat zusammen aus einem anderen Teil des Universums mitgebracht. Was für ein Glück, ich habe Mineral im Gestein gefunden. Thank you.
Das ist die Lachs. Aha. Ah, Yuki. Yuki, Yuki. Lock it all. Ich noch was machen, Lili. Den Tag der Vergessenheit bist du besser vorbereitet. Jetzt kann ich dir einen sehr nützlichen Naturzauber beibringen. Ein neuer Naturzauber? Wozu dient er? Das ist eine Überraschung. Zuerst brauchst du einen besonderen Stab, der es dir ermöglicht, die Magie des Elements des Lebens zu steuern. Um ihn herzustellen, musst du einige wertvolle Materialien sammeln. Stelle den Stab des Lebens her und schon bald wirst du den neuen Zauberspruch kontrollieren können. Stab. Stelle mal den Stab des Lebens hier in der Reihe und sprich noch einmal mit mir. Du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Frosch! Ah, Kuka! Der Zauber verwandelt deine Feinde in Frösche. Ja, es ist ein sehr mächtiger Zauber. Du musst lernen, ihn weise einzusetzen. Er funktioniert zwar nicht immer, aber meistens, wenn das Monster bereits schwach ist. Okay, das werde ich nicht vergessen. Du musst sicher sein, dass du weißt, wie man den Zauber richtig einsetzt. Bring mir 3 Frösche, die durch den Zauber verwandelt wurden. Okay, ich kümmere mich um die nächsten Monster, die hier auftauchen. Frösche.
dann schauen, ob man dann spät ist. Jawohl. Also Sushi machen.